Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Zum zweiten Mal heute. Hab vorhin ein Video rausgehauen. Ich hoffe, ihr habt es angeschaut. Wenn nicht, schaut vorbei. War echt lustig. Zwar ohne Pokémon, aber mit ein paar alten, bekannten Gesichtern. Also war lustig. Vorbeischauen lohnt sich. Aber dafür jetzt als Entschädigung noch ein kleines Video über Pokémon. Moment. Number. So. Und zwar werde ich heute ein Logok machen. Logok, echt krasses Pokémon. Auch früher im Anime, einer meiner Lieblinge, also einer der wenigen, die ich überhaupt von Gen 3 noch kannte. So. Moment, Moment. Und zwar das 36er Flamling. Das ist eigentlich ein relativ hohes Level. So. Ah, ich hätte euch noch die IV zeigen sollen. Mach mal das danach, nachdem wir den entwickelt haben. Beides neue Dex-Einträge für mich. Sowohl Jungglut als auch Ding. Den habe ich noch nie wild gesehen. Von Hydropi und Gekkabor, die Weiterentwicklung habe ich bereits wild gesehen. Nur von dem. Also den hier noch nicht. So. IV-Check erstmal für euch. HP, Attack, Defense 15. Alle drei von der Purge. Letztens. So, und jetzt Logok. Ich habe hier schon mal rausgesucht. Beste wäre zwei Kampfattacken. Konter auf Fokusstoß. Okay. Sturzflug, endschlecht. Steinkante. Kann der auch? Hitzekoller, der kann vier Attacken oder was? So, erstmal neuer Dex-Antrag. Richtig geil. Bam. Schreibt unten in die Kommentare. Oh mein Gott, Sturzflug haben wir bekommen. Die schlechteste. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon ein Logok habt. Sollte eigentlich nicht so schwer sein, weil seit dem Event, durch das Event, so viele Flamleys überall sind. Und ich finde es eigentlich ziemlich schade, aber darüber reden wir noch am Ende beim Event Recap. Aber jetzt muss ich nicht mal ein Flamely-Nest abchecken. Und jetzt sind Nester wieder uninteressant. Also am Anfang war es sogar noch interessant. Da hätte ich auf jeden Fall ein Flamely-Nest abgecheckt. Aber so, schaut euch meine Candies an. Ich habe den entwickelt. Ich habe gerade über 100 Bonbons verbraucht und habe immer noch 300 irgendwas. Aber der Typ jetzt, richtig schlechte Attacken. Feuer, zweimal Feuer, also Feuerwirbel, Hitzekoller. Wäre das zweitbeste. So. Und Brave Bird. Also Sturzflug, das schlechteste. Das machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal weg. Wie viel Max WP kann der eigentlich bekommen? 2, 6, 3, 1. Ist, glaube ich, mehr als Glurak. Glurak kommt, glaube ich, nicht so hoch. So. Weg damit. Focus Blast, okay. Das heißt, wir machen den jetzt zu zweimal Kampf. Hätte ich Hitzekoller bekommen, dann hätte ich die Feuer Fast Attack so gelassen. Zweimal Feuer. Aber so mache ich es jetzt auf zweimal Kampf. Wir haben ja über Hagiyama geredet. Und der soll auch nicht so schlecht sein als Kampf-Pokémon. Beziehungsweise halt mit zwei Kampf-Moves. So, Counter. Mann, ich hasse das, dass es jetzt immer nach oben rutscht. So, da haben wir ihn. Könnte ihn theoretisch auch direkt auf Max pushen, aber brauchen tue ich es eigentlich erstmal nicht. Damit können wir eigentlich noch ein bisschen warten. Aber das war's eigentlich. Logok, echt cooles Pokémon. Zwei neue Dex-Einträge. Mehr gibt es nicht zu sagen. Das war's von mir. Das letzte Video in diesem Jahr. Danke fürs Zuschauen. Und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Logok habt und wie ihr Logok findet. Also, ich finde den ziemlich cool. Ansonsten genießt Silvester. Einen guten Rutsch wünsche ich euch. Lasst heute die Voltobälle und Elektrobälle explodieren. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business. Und nächstes Jahr ist Pokémon immer noch Serious Business.